Ja. Verdammt, Bohren. Ja, wer Ellie jetzt hier? Die könnte auch ohne Maske. War das jetzt... Was war denn das jetzt gerade? War kein Sprengstoff, oder? Ach, hier. Waren das? Sind das... Ah, nee. Also Sporen. Das heißt, wenn hier Menschen waren vor kurzem, dann sind jetzt hier keine Menschen mehr, sondern Klicker. Och, ich bin ein Hellseher einfach. Okay. Wir müssen jetzt wieder etwas leiser sein. Okay, Licht können wir in dieser Situation anmachen. Aber ihr seht, wir haben keine Flaschen dabei, keine Steine. Nein, du zündest dir jetzt kein Molly an. Soweit so gut, soweit so gut. Eine Tafel, ein Kicker und noch ein Kicker. Dann sind wir jetzt hier irgendwo im Gemeinschaftsraum unterwegs. Ich will die Flasche jetzt gar nicht werfen, weil dann werden die erst recht alarmiert. Moment, okay, ich versuche mal was. Nein! Okay, okay, okay. Der kommt jetzt hier rein. Na super, da freue ich mich doch. Ah, jetzt geht er wieder. Er geht wieder, er hat keinen Bock auf uns. Die Sporen sind es, mein Kind. Wir kommen hier nicht durch, ne? Wir kommen hier nicht durch. Ich meine, den Flammenwerfer wäre natürlich mal extrem cool in dieser Situation. Aber ich habe ja versprochen, dass ich auch schleichen werde. Total fleißig. Ich versuch's einfach mal, oder? Nein, okay, ich versuch's nicht. Nein, ich versuch's nicht. Die sind einfach, ich habe das ja schon so oft gesagt, die sind extrem unberechenbar, die Typen. Hier sind überall Sporen. Ihr seht die ganzen Pilze hier an der Wand. Das Gute ist natürlich, dass die KI jetzt nicht dabei ist, die uns dann doch irgendwie manchmal so ein bisschen ins Gehege kommt. Wo ist der? Ah, der ist durch die Tür gegangen, okay. Okay, wir sind voll. Ich kann jetzt aber auch gerade nichts bauen. Ja, man muss echt aufpassen mit den Flaschen, dass man die nicht so oft wirft, dass man sich den Rückweg dann damit versperrt. Es kann nämlich auch echt mal nach hinten losgehen. Okay, weil nicht, dass hinter uns jetzt einer kommt. Dann hätten wir ein ganz, ganz kleines Problem. Wir müssen nämlich hier durch. Wir müssen genau hier durch. Und wenn der jetzt hier langkommt, dann haben wir ein wirkliches Problem. Na? Kollege. Ich muss mal kurz gucken. Und falls ihr euch wieder fragt, warum hat der nicht den Schleich- oder Instinktmodus oder Überlebensmodus oder wie auch immer der heißt, hat er von Anfang an gesagt, den benutze ich nicht. Ich finde das ein bisschen blöd. Das ist ja eher wie Cheaten, wenn man den benutzt. Gefällt mir nicht. Macht so ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Das gibt's doch nicht. Alter Schwede.
Aber dem war das auch ziemlich egal. Mann, ich kann mit dem Bogen einfach nicht umgehen. Oh, guck mal hier. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Okay, der Kollege ist vorbeigegangen. Ei, ei, ei. Boah, Mann. Ich hoffe, dir geht weiter. Boah, Mann, ist das schon wieder spannend hier unten. Ich weiß es nicht. Das hat doch keiner gehört, oder? Ich meine, ein kleines Feuer? Woher soll er wissen, woher das kam? Ja, hey, ein kleines Feuer! Weil es gerade so viel Spaß macht, was ist denn da gerade explodiert? Nein! Nein! Alter! Alter! Oh Gott. Wo kommt denn der her? Nein! Mann! Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Panik. Alter, ich komme gerade nicht auf die Tasten klar. Ich muss mal hier die Tür aufmachen, bis der Infizierte der dritten Generation hinter mir ist. Boah, ich bin gerade komplett durchgeschwitzt. Das glaubt ihr jetzt gar nicht, aber mein T-Shirt ist gerade echt komplett nass. Und ich habe mir nicht in die Hose gemacht, noch nicht. Das kommt dann erst bei Infizierten der vierten Generation. Die entwickeln sich hoffentlich nicht noch. Aber was mich jetzt so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass ich den Bogen wieder total verhunzt habe. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe ja mein Bestes, aber mit dem Bogen, da treffe ich einfach nicht. Vor allem, wenn die so rumwackeln, die Klicker. Infizierte, mir geht's gut. Boah, ich gehe jetzt einfach mal den anderen Gang nicht mehr lang. Ich muss einfach mal das Tor aufmachen. Ein Generator, meine Damen und Herren, der nur von der anderen Seite angeschmissen werden kann. Oder auch nicht. Ach so. Moment, muss ich den... Alter, wo schiebt der das Ding hin? Ich würde mal sagen, das muss da hinten zur Stromversorgung. Ne? Ellie. Ah, die beobachtet das schon wieder sehr misstrauisch. Ja. Soll ich den Gang noch erforschen? Aber das ist einfach wirklich krass. Hier noch schön hell. Sonne scheint noch so gut. Wetter sieht nicht mehr so toll aus. Und... von jetzt auf gleich ist man in so einem Keller, denkt sich nichts Böses, dann kommen Klicker, denkt sich nichts Böses und dann kommt hier einer der dritten Generation. Und das ist krass, der schleicht dann so auf uns zu und wir so, wow, hoffentlich sieht er uns nicht. Und dann hat er uns gesehen, gut, dass wir über den Tisch springen konnten. Sonst wären wir jetzt Matsche. Versuchen wir es mal. Der läuft ja gar nicht. Ich glaube, die haben das Geräusch vergessen. Ja, komm schon durch. Also reiten kann Ellie auf jeden Fall sehr gut. Die Klicker.
Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Okay, wir sind eigentlich fast da. Da ist das Labor. Der Spiegel. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, Mirror's Edge. Langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Joe, das kommt mir irgendwie spanisch vor und ich verstehe kein Spanisch. So, noch ein kleiner Stop. Stop and go ist hier angesagt. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Mann. Ellie, du musst ganz langsam bei Joel anfangen. Der ist tief unter seiner sehr, sehr harten Schale, ist der sehr, sehr, sehr empfindlich und sehr sensibel. Aber ich meine, Ellie hat es auch wirklich nicht leicht. Ich meine, die hat ja wirklich niemanden mehr, wie sie ja letztens schon meinte, außer uns. Und wir wollten sie dann auch noch im Stich lassen und einfach in die Arme unseres Bruders geben, den sie ja nicht mal kennt. Aber die Wogen haben sich ja wieder einigermaßen geglättet. Ich meine, Ellie ist ja auch total das liebe Kind. Teenager natürlich, Teenager. Das hören die ja nicht so gern, wenn man dann sagt, oh, Kindchen. Ja, okay, das ja, hier ist nichts mehr. Hier ist nur so irgendwelche Kisten. Und so ein Schrott. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal was zusammenbauen. Ah. Finden wir auch mal lebende Fireflies? Nein. Das sollten wir. Eric Griggs. Ein Hydrant. Was steht da? J. Lomnitz Research Center. Also die hatten ja wohl so einen provisorischen Stützpunkt vor der Universität oder vor dem Labor besser gesagt eingerichtet vom Militär. Mit allerhand Vorratskisten und Gedöns und Maschinen, Geräten und was weiß ich nicht alles. Und das Wetter wird wirklich, es schlägt um oder es wird einfach dunkel. Aber ich tippe ja auf so ein richtig fieses Gewitter mal hier. So, Ellie, wo bist du denn schon wieder? Ellie? Ellie! Oh, das Kind, das ist... der Teenager, das ist ja schrecklich. Ach, hier kann man auch lang. Ist nicht wahr. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Oder? Ah, hier ist natürlich alles verbarrikadiert. Da haben die irgendwelche improvisierten Türme aufgestellt. Und hier ist ein Zaun im Loch. Gut. Ah, diese... Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo Ellie wäre, dann könnten wir gemeinsam zum Eingang reiten. Einmal hier drüber hüpfen. Oder auch nicht. Was sieht denn jetzt? Ich wette, die hockt schon da oben auf dem Pferdchen. Übrigens, die Machete finde ich ganz cool. Die müssten wir... Kann man die eigentlich reparieren auch mit der Zeit oder nur verbessern? Und wenn man die verbessert, reparieren die sich dann auch? Ah, da hinten ist sie ja. Weil die Machete will ich eigentlich gar nicht verlieren. Die ist ganz cool. Aber ich wollte eben mich gar nicht bei den Klickern auf den Nahkampf einlassen. Das hätte ja doch nichts gebracht. Ich meine, wir ziehen dann immer den kürzeren und am Ende werden wir ja doch gebissen. So. Einmal Schwanz hoch und dann ab geht die Boss mit Afterburner. Nein, natürlich nicht. Ha,
Ich steige hier eigentlich nur noch ab. Aber ich muss mir ja alles hier genau anschauen. Smoke-free Facility. Mhm. Okay, da ist eine Tür, die sieht so aus, als könnte man hindurchgehen. Nein, sieht doch nicht so aus. Hab mich gehört. Tut mir leid. Hey, wie wär's da drüben? Oh. Ja, scheint der Eingang zu sein. Das ist zwar kein Eingang, aber wir nehmen es einfach mal als Eingang. Jo, dann geht's jetzt im Schnellschritt darüber. Kann man denn hier auch noch was? Ich bin ganz überrascht über mich, weil ich heute alles mir genau angucke. Das kenne ich ja gar nicht von mir, diese Seite. Ihr treibt mich ja zu ungeahnten Dingen. So. Ja, toll. Auf dem Pferd bleiben kannst du jetzt aber nicht. Es sei denn, du kannst das Tor telekinetisch. Telekinetisch. Nee, telekinetisch. Sagt man das so? Telekinetisch aufmachen? Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, wir machen eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause. Sehen uns gleich wieder. Und ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschö, tschö.